Also das ist auch kein Hexenwerk, bei den HomeGlide die Akkus zu tauschen. So, jetzt zeige ich euch mal ein Video, wie wir die Akkus bei dem TK HomeGlide tauschen. Die Akkus sind hier unter der Verkleidung. Damit ich mal besser filmen kann, haben wir den auf Halbmast stehen. Als erstes schalte ich den Lift aus an dem kleinen Ausschalter. Dann habe ich hier in der Verkleidung hinten zwei kleine Eingriffe. Da kann ich die Verkleidung mit anheben. Einfach so ein bisschen abheben. So. Dann sehe ich hier schon wieder die beiden Akkus, die hier angeschlossen sind. Die ziehe ich nach hier oben raus. Das geht ein bisschen schwierig, die sind sehr stramm drin. So. Stecker abziehen und ein Stückchen rausziehen, Stecker abziehen. Rot. Dann dieses rote Brückenkabel. Dann hier den zweiten Akku raus. Der hängt manchmal ganz gerne hier in dieser kleinen Nase. Ein bisschen aufpassen. Dann den schwarzen Stecker abziehen. So. Dann habe ich hier die Akkus. Das kleine rote Kabel ist das Brückenkabel. Bei dem Lift sind die Akkus in Reihe geschaltet, sodass er auf 24 Volt läuft. So, abziehen. Dann nehme ich meine neuen Akkus, mache hier die Brücke drauf. Und dann kommen die Akkus hier wieder rein. Da ein bisschen drauf achten. Hier sind die ganzen Kabel. Die sind, dass ich die nicht hier einklemme. Also ein bisschen an der Seite drücken, die Kabel hier. Wie gesagt, das ist ein bisschen fummelig, aber eigentlich geht das ganz gut. So. Zack, und schon sind die wieder drin. Akku ein bisschen anheben. Dann hier das rote Kabel wieder drauf. Hier den Akku wieder ein Stückchen anheben, wir auch auf die kleine Nase achten, dann den schwarzen Stecker dran machen. Schwarz, hier ist das kurze rote als Brücke, hier ist wieder das rote Kabel, was von der Platine kommt. So, die Akkus sind drin, einmal anschalten, kurz testen, jo, fährt, alles okay. Wenn die Verkleidung drauf machen, ist wieder im Prinzip das gleiche. Hier vorne an der Nase einhaken, dafür ist extra hier die Halterung. So. Und ein bisschen mit Druck, dann klickt die ein und schon fertig. Das war's. Also das ist auch kein Hexenwerk bei den HomeGlide, die Akkus zu tauschen. Wie gesagt, auf unseren Akkus ist immer ein QR-Code. Den scannen mit dem Handy und dann kann man damit entsprechend die Anleitung anklicken, was man für einen Lift hat.